Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. Ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, in dem Ethereum anfangen wird, Bitcoin über das Jahr 2024 auszuperformen? Diese Frage und mehr besprechen wir in dem heutigen Video. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Dann kommen wir zu der Ethereum US-Dollar Chart-Analyse. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum US-Dollar 4-Stunden-Chart. Und ihr wisst, haben wir in dem letzten Video von vor 9 Tagen hier auch nochmal einen kurzfristigen Trade besprochen. Hier haben wir auch gesagt, in dem Moment, wo es wir schaffen, aus der 2400-Dollar-Zone auszubrechen, hier über die letzten Hochs, die wir hier markiert haben, dann gehen wir hier long. Ihr seht, wir haben auch hier den genauen Retest besprochen. Hier haben wir auch gesagt, zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufgenommen habe, hatten wir hier gerade den Retest. Und wenn wir es schaffen, dann eben hier über die 2500 Dollar zu steigen, weil das wäre unser Long Entry, dann hatten wir eine 10% Upside bis zum nächsten Preis, hier oben bei 2700 Dollar. Den Stop Loss haben wir unter das letzte Tief gezogen auf ungefähr 2300 Dollar. Und wenn wir jetzt noch auf den Ethereum-Chart wechseln, seht ihr zum Zeitpunkt, wo wir hier das Video aufgenommen haben, war das, wo wir hier mit diesen mehreren Rigs den Retest hatten, auf die vorherige Resistance hier bei 2400 Dollar. Und ihr könnt sehen, wir haben es dann geschafft, mit dieser 4-Stunden-Kerze über den 2500 Dollar zu schließen. Das ist also die 4-Stunden-Kerze, wird hier komplett aufgekauft und wir hatten dann ja auch genau die Aufwärtsbewegung hoch an die 2700 Dollar, also hier ungefähr die 10% Upside, also das Preis wieder erreicht, wie wir es hier besprochen haben. Hier oben habe ich dann erstmal 2/3 meiner Position an Profiten realisiert. Momentan bin ich hier immer noch mit 1/3, also dem letzten Rest Long hier bei ungefähr 2500 Dollar und ihr seht auch momentan ist hier Ethereum nochmal etwas am Korrigieren. Das war eben zu dem Zeitpunkt, wo dann hier Bitcoin nochmal die Korrektur hatte von aktuell ca. 17%. Das hat die Ethereum auch nochmal etwas mit runtergezogen. Aber ihr seht, was hier auffällig ist, Ethereum ist bis jetzt nur ungefähr 9,5% korrigiert, währenddessen eben hier Bitcoin um ungefähr, wenn wir das hier nochmal genau abmessen zum aktuellen Kurs, um 15% korrigiert ist. Das ist also Ethereum ist weniger stark korrigiert als Bitcoin. Und das zeigt meiner Meinung nach, dass hier auch Ethereum momentan stärker ist als Bitcoin. Denn zuvor war es immer so, bei jeder Korrektur in den vergangenen Monaten ist Ethereum immer stärker gefallen als Bitcoin. Jetzt ist Ethereum weniger stark gefallen als Bitcoin. Das zeigt mir einfach auch, dass immer das Momentum von Bitcoin weggeht auf Ethereum, was eben hier meiner Meinung nach auch dafür spricht, dass Ethereum über die nächsten Monate bis zum Ethereum ETF besser performen wird als Bitcoin. Ihr seht doch, aktuell kann man hier diese Korrektur, wenn wir hier einmal die letzten Tiefs miteinander verbinden und dann hier einfach diese Linie einmal nochmal klonen und hier oben an die Tops ziehen, kann man das Ganze hier auch als eine potenzielle Bullflagge sehen. Ihr seht, wir hätten dann hier die Aufwärtsbewegung in die Flagge, hier die Konsolidierung. Das heißt also zu dem Zeitpunkt, wo wir es hier nochmal schaffen, über ungefähr die 2588 Dollar auszubrechen, dann haben wir hier nochmal den letzten höheren Tief und dann würde ich hier diese Bullflag als bestätigt sehen und dann hätten wir hier, ihr wisst es ja, die Bewegung in die Flagge als potenzielles Preis hier nochmal aus der Bewegung, aus der Flagge raus und das würde uns hier dann auch ungefähr auf die 2900 Dollar bringen. Das heißt also ab 2600 Dollar würde ich dann hier persönlich nochmal meine Long-Position erhöhen, dann noch einmal erhöhen hier über 2700 Dollar und dann hier in dieser Zone 2900 bis 3000 Dollar könnten wir dann nochmal erste Preisprofite hier realisieren. Aber man muss natürlich hier auch das bearische Szenario beachten und das ist ja ganz klar, wenn wir jetzt hier nochmal zurückfallen sollten unter die 2400 Dollar, wo wir hier zuvor dreimal abgelehnt wurden und dann eben hier den Breakout hatten, wie besprochen, auf 2700 Dollar, das wäre hier ein massiv bearisches Zeichen. Das heißt also in dem Moment, wo wir hier runterfallen, unter die 2400 Dollar, hier nochmal vorherige Resistance, nicht mehr als Support halten können, wäre das für mich persönlich sehr ziemlich bearish, ein deutliches Schwächezeichen. Da würde ich hier auch meinen Long Trade, den restlichen Trade schließen und dann rechne ich ganz klar damit, dass wir nochmal eine Korrektur runtersehen können bis auf 2100 Dollar und dann wahrscheinlich hier erstmal nochmal seitwärts laufen. Das hängt meiner Meinung nach auch ziemlich stark damit zusammen, wie sich Bitcoin fällt. Ihr wisst ja, wenn Bitcoin unter die 40.000 Dollar fällt, würde es dafür sprechen, dass wir den auch auf das nächste Preis hier von 38.000 Dollar fallen. Das haben wir in den letzten Bitcoin-Videos ja besprochen. Das heißt also, in dem Moment, wo ihr Bitcoin unter die 40.000 fällt, rechne ich auch, dass Ethereum nachzieht, dann würde ich hier, wie gesagt, nochmal meinen Trade schließen. Ansonsten aber, solange wir es hier schaffen, über den 2400 Dollar zu bleiben, solange bleibe ich hier bullish und rechne dann eher damit, dass wir hier die Bull Flag auflösen werden und dann hier nochmal ansteigen können in Richtung 2800 Dollar. Also die Schlüsselzone, die wir momentan beobachten, sind hier die 2400 Dollar. Solange wir über den 2400 Dollar sind, sieht es meiner Meinung nach hier in der 4-Stunden-Frequenz bullish aus für Bitcoin. Sobald wir unter die 2400 Dollar fallen, schließe ich meinen Trade und rechne damit, dass wir nochmal runterfallen in Richtung 2100 Dollar. Dasselbe Bild sehen wir hier auch etwas übersichtlicher nochmal auf der mittleren Frist, also auf dem Ethereum US-Dollar Tageschart. Hier könnt ihr auch sehen, wir hatten hier die vorherige Resistance bei 2400 Dollar, wo wir circa einen Monat seitwärts gelaufen sind. Dann hatten wir den Breakout
aus den 2.400 Dollar raus, haben hier unser Preisziel erreicht bei 2.700 Dollar. Und jetzt seht ihr, über die letzten Tage hatten wir nochmal eine kleine Korrektur und wir retesten jetzt hier nochmal die vorherige Resistance, also hier die 2.400 Dollar, testen wir jetzt hier nochmal von oben an, also als Support. Das bedeutet also, solange wir jetzt die 2.400 Dollar halten, sieht das Ganze hier einfach nur nach einem Retest aus, dann besteht ja nach wie vor die Möglichkeit, dass wir die nächste Aufwärtsbewegung hinlegen in Richtung der 2.900 bis 3.000 Dollar. Das heißt auch hier nochmal ganz klar, solange wir über den 2.400 Dollar sind, bleibe ich persönlich bullisch und lasse hier meinen Long Trade offen, würde die Position nochmal erhöhen, sobald wir über 2.600 Dollar steigen und sobald wir hier über 2.700 Dollar steigen. Wie gesagt, das Preis wäre hier oben dann 2.900 bis 3.000 Dollar. Umgekehrt natürlich, sollte es tatsächlich passieren, dass wir hier unter die 2.400 Dollar runterfallen, wäre das für mich persönlich ein sehr bearish Zeichen. Dann wäre nämlich hier nochmal zurück in der Konsolidierung, hätten es nicht geschafft, vorherige Resistance als Support zu halten. Dann würde ich hier sofort in dem Moment, wo wir eine Tageskerze unter den 2.400 Dollar schließen, meine Long-Position auch schließen. Dann rechne ich damit, dass wir hier nochmal runterfallen auf 2.100 Dollar und hier vorerst erstmal seitwärts laufen. Das ist also jetzt hier ganz genau die Situation und ganz genau die Schlüsselzone, auf die ich persönlich achte hier auf dem Tageschart. Aber ihr seht zu dem jetzigen Zeitpunkt, wie gesagt, solange wir die 2.400 Dollar halten, sieht es noch bullisch aus. Und das sehen wir hier auch auf dem Lux-Einwegkarte. Hier könnt ihr auch genau meine Einstellungen sehen. Die Signalsensitivität ist auf 19, die Neo-Cloud ist aktiviert und hier auf 1 gestellt. Und auch egal, welches Lux-Algo-Paket ihr habt, egal ob Essential oder Ultimate, in allen Paketen habt ihr hier diese Signale, die ich persönlich verwende, auch verfügbar. Das wurde in den Kommentaren nochmal öfters gefragt. Aber wie gesagt, in allen Paketen, egal welches, habt ihr hier diese Signale und diesen Indikator, den ich verwende, auch verfügbar. Und auch hier auf dem Lux-Eigenindikator könnt ihr sehen, nach wie vor sind wir immer noch bullish. Wir hatten hier das Long-Signal bei ca. 1.800 Dollar. Ihr seht hier, waren wir über der Neo-Cloud und die Kerzen waren grün. Und ihr seht, seitdem haben wir hier die Neo-Cloud immer wieder perfekt als Support verwendet. Der Trade ist hier aktuell auch schon bis zum Top 53% im Profit gewesen, aktuell immer noch 39%. Und hier seht ihr eben auch genau dasselbe, was wir vorhin besprochen haben, nochmal bestätigt. In dem Aufwärtstrend dient uns hier die Neo-Cloud immer wieder als Support. Das bedeutet also, erst wenn wir nochmal unter die Neo-Cloud fallen sollten und die Neo-Cloud dann als Resistance dient, wie es eben üblich ist, dann in einem Abwärtstrend, dann werden wir hier persönlich aus Sicht des Lux-Einwegkartes auch nochmal bearish. Und dann rechnen wir damit, dass wir hier erstmal ein Verkaufssignal bekommen und zurückfallen auf die 2.100 Dollar. Und ihr seht eben, in dem Moment, wo wir hier unter die Neo-Cloud fallen, wäre das eben auch genau bei 2.400 Dollar. Das heißt also, die 2.400 Dollar sind hier unsere Schlüsselzone. Solange wir über den 2.400 Dollar bleiben, sind wir weiterhin noch bullish. Und in dem Moment, wo wir unter die 2.400 Dollar fallen, wäre hier dann nochmal die Wahrscheinlichkeit höher, dass wir eine Korrektur sehen und runterfallen auf 2.100 Dollar. Und auch in der langen Frist, also hier auf dem Ethereum oder Wochenchart, sieht soweit alles noch bullisch aus. Ihr wisst ja, über die letzten Videos haben wir immer wieder dieses potenzielle aufsteigende Dreieck besprochen. Dann hatten wir hier tatsächlich den Breakout-Retest und haben jetzt hier auch unser erstes Preistarget erreicht. Ihr seht hier diese horizontale Resistance bei ca. 2.500 Dollar, hat ihr zuvor auch immer wieder als Resistance gedient. Hier hatten wir auf dem Wochenchart viele Berührungspunkte. Das heißt also, wir haben jetzt hier einfach an diesem Punkt bei den 2.500 Dollar etwas Resistance. Das heißt also, selbst wenn wir hier runterkommen sollten auf die 2.100 Dollar, wie besprochen auf dem 4-Stunden-Chart und Tageschart, wäre das hier auf dem Wochenchart immer wieder nur ein Retest hier auf diese vorherige Resistance. Das heißt also, solange wir nicht unter die 2.100 Dollar fallen, sieht es hier immer noch positiv aus. Und dann rechne ich auch damit, dass wir hier über die nächsten Wochen und Monate das nächste Preisziel erreichen werden. Das heißt, hier nochmal aufsteigen werden auf 2.500 Dollar, dann hier auch das nächste Wochenpreisziel bei ungefähr 2.900 bis 3.000 Dollar erreichen werden, wie wir auch hier auf dem 4-Stunden-Chart und Tageschart als potenzielles Preisziel erreicht. Und ihr wisst ja, nach wie vor, bis zu dem Ethereum ETF ist hier mein langfristiges Preisziel, dass ich eben hier das technische Preisziel von diesem potenziellen aufsteigenden Dreieck auf dem Wochenchart ausspielen wird. Das wird uns dann hier auch ungefähr so in die Region von 4.000 Dollar bringen. Also ich würde grob sagen, 3.500 bis 400 Dollar halte ich persönlich für realistisch, dass wir diese erreichen hier bis zu dem Ethereum ETF. Dann kommen wir jetzt zu den Ethereum On-Chain-Daten. Ich soll nochmal ganz klar zeigen, dass hier seit dem Bitcoin ETF das Momentum von Bitcoin abgebaut wird und rüberschwappt auf Ethereum. Denn wir können seitdem sehen, dass hier Ethereum und auch Ethereum Ökosystem Token Bitcoin und Bitcoin-Ökosystem-Token ganz klar ausperformt haben. Hier könnt ihr sehen, Ordinal, Bitcoin und Stacks ist hier abgefallen, währenddessen eben hier Ethereum und Ethereum-Ökosystem-Token hier jeweils im zweistelligen prozentualen Bereich angestiegen sind. Wir sehen auch hier die Spekulationen ganz klar auf Bitcoin haben abgenommen. Ihr seht hier die CME Futures, sofort man hier ein höheres Premium im Verhältnis zum Spotpreis bezahlt, um eben hier long gehen zu können. Ihr seht, seitdem eben jetzt hier der Bitcoin Spot ETF gelauncht wurde,
ist hier das Volumen komplett eingefallen. Und jetzt liegen hier die Semi-Futures sogar unter dem Bitcoin-Spot-Preis, also sind jetzt hier im negativen Bereich. Das heißt, es ist jetzt günstiger, eine Semi-Futures-Position aufzumachen, als Bitcoin über den Spot-Markt zu kaufen. Das sehe ich auch nochmal in den vollen Grafiken. Ihr könnt hier sehen, dass Open Interest von Ethereum nach oben explodiert. Währenddessen sehen wir hier, dass Open Interest auf Bitcoin abgefallen. Das heißt also, die Spekulation auf das Event Bitcoin Spot ETF wurde abgebaut, wurde so gesehen beendet. Und jetzt hat eben hier die Spekulation auf das Event Ethereum ETF begonnen. Und so einen ähnlichen Run erwarte ich auch für Ethereum. Bei Bitcoin haben wir gesehen, in dem Moment, wo hier BlackRock den Bitcoin Spot ETF beantragt hat, ist Ethereum von $28.000 auf ca. $48.000 angestiegen. Das heißt auch damit, dass eben hier ungefähr Ethereum auch um diese 70-80% bis dann zu dem Ethereum ETF ansteigen wird. Und auch hier in dem Suchverhalten von Google können wir das schon beobachten, denn wir haben jetzt hier ein 12-Monats-Hoch für den Suchbegriff Ethereum ETF erhalten. Also seht ihr wirklich, das Interesse um den Ethereum ETF steigt an und somit wird dann auch meiner Meinung nach hier die Spekulationen auf dem Ethereum ETF in den nächsten Wochen und Monaten hin bis zur Bekanntgabe des Ethereum ETFs an Fahrt weiter aufnehmen. Und wir können auch beobachten, mit den verschiedenen technischen Upgrades, die dazu führen, dass meiner Meinung nach Ethereum auch Bitcoin ausperformt, nehmen hier weiter Fahrt auf. Ihr könnt jetzt sehen, am 17. Januar hatten wir hier schon für das Decon-Upgrade für Ethereum das erste Testnet. Und ihr könnt auch sehen, insgesamt sind hier die Investoren ziemlich bullish auf die Ethereum Layer 2, denn diese werden ja durch das Upgrade implementiert auf Ethereum, das heißt, die ganzen Transaktionen werden dann hier über die Ethereum Second Layer Solutions stattfinden, da die eben deutlich schneller und langsamer ist und eben von diesem technischen Upgrade zu profitieren, macht es eben Sinn, in Ethereum Second Layer zu investieren, da diese dann eben unter diesem Narrativ höchstwahrscheinlich stark performen werden. Und so sehen wir jetzt auch schon, dass hier die Second Layer, also Skalierungssolution für Ethereum, zusammen größer sind als alle anderen konkurrierenden Layer 1s. Das seht ihr hier nochmal. Wenn man also hier alle Second Layer für Ethereum zusammennimmt, haben die jetzt hier schon ein höheres TVL als alle anderen konkurrierenden Layer 1s, wie beispielsweise Cardano, Avalanche, Solana und so weiter. Das heißt also, Ethereum ist hier ganz klar immer noch mit großem Abstand die Nummer 1 hier im gesamten DeFi-Sektor. Zudem, wie ihr wisst, das haben wir hier in dem letzten Video von Ethereum ja besprochen, haben wir hier noch mehrere Narrative. Das Dankun-Update, also hier EP 4844, ist ja nur eins der Narrative, die meiner Meinung nach dazu führen wird, dass Ethereum hier über die nächsten Monate und auch über das Jahr 2024 Bitcoin ausperformen wird. Wir haben zudem ja auch noch einmal hier das Restaking. Hier wird es ja möglich sein, 20-30% sogar auf sein Ethereum hier als Zinsen durch das Staking zu erreichen. Hier haben wir auch Möglichkeiten besprochen, wie man beispielsweise in das Restaking-Narrativ investieren und davon profitieren kann. Und zudem, was man auch natürlich nicht vergessen darf, ist es jetzt das erste Mal, dass wir hier die Upgrades von Ethereum 2.0 in einem Bullrun sehen werden. Also ihr seht, es gibt ja noch viele weitere Narrative neben dem Ethereum ETF, die meiner Meinung nach dazu führen wird, dass hier Ethereum über 2024 sehr gut performen wird. Und zudem muss man auch noch hier beobachten, dass meiner Meinung nach Ethereum hier auch die stärkste Tokenomics hat, denn nach wie vor sehen wir hier für Ethereum, dass es auch hier ein extrem starker Supply Crunch aufbaut. Zwar könnt ihr auch sehen, allein seit November 2023 wurden jetzt hier nochmal 700.000 Ethereum im Wert von 1,6 Milliarden Dollar verbrannt und dieser Effekt wird auch immer stärker werden über den Bullrun, denn je mehr Transaktionen über Ethereum stattfinden, desto mehr Ethereum werden ja dann hier auch durch die Umstellung von Ethereum 2.0 verbrannt. Das heißt also, der Supply wird ja wahrscheinlich immer stärker abfallen. Zudem sehen wir auch, dass hier vor allem die Wale immer mehr Ethereum aufkaufen. Das spricht meiner Meinung nach auch dafür, dass hier die Ethereum-Wale jetzt eben hier ihre Bestände erhöhen, dass sie eben auch wahrscheinlich darauf spekulieren, dass der im Laufe bis zum Ethereum ETF eben hier Ethereum gut performen wird. Zudem sehen wir eben auch, dass hier die Balance Ethereum auf allen Exchanges extrem stark am Abfallen sind. Es gibt jetzt auf den zentralisierten Börsen nur noch 13 Millionen Ethereum und ihr seht auch, währenddessen ist hier das illiquide Supply immer stärker angestiegen, denn wir sehen jetzt hier schon, dass 29 Millionen Ethereum insgesamt gestaked werden. Also wir sehen auch hier, der liquide Supply baut immer weiter ab, währenddessen der illiquide Supply durch das Staking immer stärker ansteigt. Und zudem wissen wir, die Maximalzahl an Ethereum im Umlauf, also 120 Millionen Ethereum, ist seit Ethereum 2.0, seitdem wir hier den Burning-Effekt haben, nicht mehr angestiegen. Ganz im Gegenteil, über die letzten 480 Tage, also seit dem Merge, wurden hier insgesamt 1,2 Millionen Ethereum verbrannt und wir haben hier momentan eine Deflationsrate von 0,2%. Und das alles zusammen spricht für mich dafür,
dass wir eben hier einen starken Supply Squeeze sehen. Wir sehen, es kommen keine neuen Ethereum mehr dazu. Ganz im Gegenteil, der Supply fällt ab. Währenddessen beobachten wir, dass der illiquide Supply durch das Staking und vor allem auch durch das Restaking immer stärker ansteigt. Und dann auch sehen wir, dass die Wale immer mehr Supply eben hier nachfragen. Also wir sehen hohe Nachfrage, abfallendes Angebot. Daraus wird meiner Meinung nach langfristig deutlich höhere Preise resultieren, die wir zu dem jetzigen Zeitpunkt sehen. Und wenn wir dann noch die Frage besprechen, wie wahrscheinlich ist es, dass wir 2024 hier noch die Freigabe des Ethereum Spot ETFs erhalten werden, ist es ja ziemlich interessant, sich die Aussagen von Erik Baltschonas anzuschauen. Das ist ja hier ein ETF-Experte von Bloomberg und er hat ja auch hier schon sehr zutreffende Aussagen zu dem Bitcoin ETF getroffen und er geht eben auch davon aus, dass wir hier eine Wahrscheinlichkeit haben von 70%, dass wir ein Ethereum Spot ETF im Mai erhalten werden. Zudem muss man ja auch sagen, BlackRock hat ja auch schon ein Ethereum Spot ETF angetragen. Und hier sieht man dann auch, die hatten bisher eine Wahrscheinlichkeit für die Freigabe ihrer ETFs von 99,8%. Also meiner Meinung nach ist es schon ziemlich wahrscheinlich, wenn BlackRock hier für ein Bitcoin Spot ETF einen Antrag gestellt haben, was sie getan haben, dass dieser dann auch freigegeben wird. Zudem hat hier auch schon ziemlich interessant BlackRock eben eine Argumentation hervorgebracht, warum ein Ethereum Spot ETF freigegeben werden muss. Und zwar argumentieren sie eben hier damit, dass eben Grayscale vor Gericht gewonnen hat gegen die SEC, dass es ein Bitcoin Spot ETF geben muss, weil es auch Bitcoin Futures gab. Und genau dasselbe Argument sehen wir auch für Ethereum. Wir haben ja die Freigabe von Ethereum Futures ETF. Das resultiert ja dann auch, dass man eben hier Ethereum Spot ETFs freigeben muss. Also meiner Meinung nach wird die SEC hier die Ethereum Spot ETFs freigeben, da sonst man ganz einfach nochmal gegen die SEC klagen kann mit demselben Argument, wie es denn bei Bitcoin gesehen hat. Es macht keinen Sinn, Ethereum Futures freizugeben, aber dann kein Spot-ETF. Von daher ist meiner Meinung nach die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass wir 2024 die Ethereum-Spot-ETFs sehen werden. Das Datum meiner Meinung nach wird hier auch wieder sein wie bei Bitcoin. Das wird wahrscheinlich auf das finale Datum hinauslaufen. Das wäre dann eben hier Ende Mai 2024. Da könnte es dann also hier mit einer hohen Wahrscheinlichkeit meiner Meinung nach sein, dass wir hier dann den ersten Ethereum-Spot-ETF erhalten werden. Und dann kommen wir hier abschließend noch zu dem Narrativ, was mich persönlich langfristig mit Abstand am Bullis macht für Ethereum und genau dieses Narrativ wurde eben hier auch von dem Chef von BlackRock nochmal hier hervorgehoben und zwar sieht er persönlich einen hohen Wert in Ethereum, da seiner Meinung nach eben hier Ethereum die Treppenstufe zur Tokenization, also Tokenisierung von Assets sind und das ist eben genau hier auch nochmal ein Narrativ, was ich vor 2 Jahren schon in diesem Video besprochen habe, wo das eben hier auch meiner Meinung nach hier die langfristige Entwicklung so gesehen das bullische Szenario war für Ethereum, dass es einfach möglich ist, auf Ethereum verschiedene Real-World Assets zu tokenisieren und dann eben hier dezentral über die Blockchain darzustellen. Und da haben wir einfach hier nämlich einen riesen Markt mit gigantischem Market Cap. Wenn hier nur wenige Prozente dann rüberlaufen auf Ethereum, sind hier wirklich hohe fünfstellige Beträge pro Ethereum meiner Meinung nach langfristig möglich. Und zwar ist es einfach so, wenn wir uns hier nochmal anschauen, zum Beispiel der Immobilienmarkt und auch der Aktienmarkt, hier sehen wir jetzt den Aktienmarkt, hat der Market Cap von 90 Billionen. Und wenn es hier jetzt so ist, dass eben einzelne Aktien tokenisiert werden, dass er dann beispielsweise Zehntel oder Fünftel Aktien kaufen kann, wird der gesamte Aktienmarkt deutlich liquider und dann hat man eben auch hier schon Möglichkeiten, mit kleinsten Beträgen breit zu investieren. Das wird nämlich auch komplett Sinn machen in die Entwicklung von BlackRock. BlackRock hat ja so gesehen den gesamten Finanzmarkt schon revolutioniert, indem sie eben ETFs eingeführt haben, durch die ja auch Privatanleger leicht in die breite Wirtschaft investieren können und damit wäre es meiner Meinung nach ein nächster logischer Schritt, wenn BlackRock jetzt auch die Tokenisierung von Real-World-Assets vorantreibt und somit dann nochmal den gesamten Finanzmarkt revolutioniert. Denn wo dieser Nutzen noch deutlich größer ist, ist beispielsweise hier auch beim Immobilienmarkt. Beim Immobilienmarkt sprechen wir hier auch über einen Markt mit einem Market Cap hier von 291 Billionen Dollar und hier ist es ja auch so, dass man bisher entweder ein gesamtes Haus kaufen kann oder in einem Haus einzelne Wohnungen, also so gesehen Eigentumswohnungen. Und hier wäre es eben dann möglich, dass man so gesehen ein gesamtes Gebäude nicht nur in einzelne Wohnungen aufteilen kann, sondern zum Beispiel in einzelne Assets. Also sagen wir mal, man hätte jetzt ein Hochhaus, so gesehen, sagen wir mal, für 10 Millionen Dollar. Und dann kann man so gesehen das gesamte Hochhaus aufteilen in Tokens. Da würde man beispielsweise dann 10 Millionen Hochhaus-Token machen. Und dann könnte man schon mit kleinsten Beträgen in diese Immobilien investieren und würde dann nachher zum Beispiel nicht eine einzelne Einheit, also eine einzelne Wohnung in diesem Hochhaus besitzen, sondern so gesehen dann ein Hundertstel des Hochhauses oder vielleicht auch ein Tausendstel des Hochhauses, also je nachdem wie viele Token dann dieses Hochhaus darstellt. Das heißt auch hier wieder der gesamte Immobilienmarkt deutlich liquider und es wäre einem dann auch möglich mit
kleineren Investments eben schon in Immobilien einzusteigen. Und vor allem geht das auch für alles Mögliche. Zum Beispiel jetzt teure Investments, die bisher jetzt nur sehr reichen Investoren vorbehalten sind, wie jetzt zum Beispiel also besondere Gemälde oder besondere Oldtimer. Auch diese werden dann deutlich liquider und man kann mit kleinen Beträgen dort rein investieren. Sagen wir jetzt mal, irgendein bedeutendes Gemälde von Picasso für 20 Millionen Dollar könnte dann nicht nur ein einzelner Bieter kaufen, sondern könnte dieses Gemälde dann aufteilen, beispielsweise in 20 Millionen Token oder 200.000 Token, sodass man dann vielleicht schon mit 1.000, 2.000 Dollar in solche Gemälde investieren kann. Dadurch könnte eben auch der Privatanleger so gesehen sein Investment deutlich differenzierter aufstellen, ohne eben riesige Geldsummen zu besitzen. Das ist ja hier meiner Meinung nach ein deutlich logischer Schritt, dass man einfach hier die Real-World Assets tokenisiert auf die Blockchain bringt und so damit für alle eben hier verfügbar macht. Dadurch hätten wir den gesamten Finanzmarkt eben deutlich liquider. Und meiner Meinung nach ist das auch eine Entwicklung, die kommen wird, vor allem wenn das Ganze jetzt hier schon BlackRock auf dem Radar hat, ist es meiner Meinung nach hier nur noch eine Frage der Zeit, bis wir eben diese Tokenisierung sehen werden. Und wenn wir uns dann überlegen, diese riesigen Märkte hier, 280 Billionen Dollar oder auch hier bei dem Aktienmarkt haben wir auch nochmal um die 90 Billionen Dollar. Wenn hiervon dann nur kleine prozentuale Anteile, 1, 2, 3, 4, 5 Prozent rüberlaufen in den Markt von Ethereum, sind meiner Meinung nach hier langfristig Preisziele von 30, 40.000 Dollar pro Ethereum, auch wenn sich das jetzt wirklich noch abenteuerlich anhört, möglich. Und das auch mit die bullischste Entwicklung, die ich, wie gesagt, in dem Video schon vor 2 Jahren besprochen habe. Wenn wir diese Entwicklung sehen, meiner Meinung nach, hat Ethereum wirklich noch ein gigantisches Potenzial vor sich. Und das ist auch die Hauptthese, weshalb ich persönlich langfristig in Ethereum investiert habe und auch investiert bleiben werde, da ich eben davon ausgehe, dass diese Entwicklung stattfinden wird und hauptsächlich auf Ethereum sich abwickeln wird. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.